Das Orgelporträt, die Hugo-Orgel in Großostheim. Großostheim ist ein Markt im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg mit rund 16.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Ort liegt am nordöstlichen Rand des Odenwalds in der Region Bayerischer Untermain in der Nähe der Autobahn A3. Gemeinsam mit Stockstadt am Main und der benachbarten hessischen Gemeinde Schafheim bildet die Marktgemeinde die historische Region Bachgau. Ostheim, seit dem 17. Jahrhundert Großostheim genannt, wird erstmals in einer zwischen 780 und 799 entstandenen Urkunde des Klosters Fulda erwähnt. Ostheim gehörte in der Folgezeit zu verschiedenen Herrschaftsbereichen, ehe es 1278 zusammen mit dem gesamten Bachgau zum Kurfürstentum Mainz kam. Zum Ende des Alten Reiches gehörte Großostheim zur Stadt- und Amtsvogtei Obernburg und Großostheim im Vizedomamt Aschaffenburg des Kurfürstentums Mainz. 1814 kam der Ort zum Königreich Bayern. Neben der katholischen Pfarrkirche, in der eine bemerkenswerte Beweinung Christi von Tilman Riemenschneider zu bewundern ist, besitzt Großostheim insgesamt drei kleine Kapellen. Die spätgotische Eligiuskapelle in der Haarstraße, dann die Frauhäuschen genannte Marienkapelle in der Jahnstraße und die Kreuzkapelle in der Niedernberger Straße. Laut der Inschrift über dem Portal ist die Kreuzkapelle 1513 erbaut worden. Herzstück der Kirche ist die Kreuzigungsgruppe aus rotem Sandstein, die der berühmte Mainzer Hofbildhauer Hans Backofen schuf. 1749 wurde die Kreuzkapelle umgebaut, um einen Chorraum erweitert und mit einer neuen Orgel versehen, die mit großer Sicherheit dem Aschaffenburger Orgelmacher Johann Georg Hugo zugeschrieben werden kann. Das soeben verklungene Präludium nebst Fuge stammte von Georg Caspar Wecker. 1632 in Nürnberg geboren, wirkte er unter anderem als Organist an St. Sebald und hatte einige bedeutende Schüler, von denen der bekannteste Johann Pachelbel sein dürfte. Hören wir einige Klangfarben des so gut wie unverändert erhaltenen Instruments in Versetten des Passauer Domorganisten Franz Anton Hugel. Musik.
Der Erbauer der Orgel in der Kreuzkapelle, jener Johann Georg Hugo, stammte aus St. Blasien im Schwarzwald, wo er 1717 geboren wurde. Er arbeitete bei dem Orgelbauer Johann Georg Fischer in Freiburg und kam mit diesem 1741 nach Aschaffenburg, wo Fischer die Orgel in St. Agatha zu erneuern und das Instrument in der Stiftskirche umzubauen hatte. Nach Beendigung dieser Arbeiten blieb Hugo in Aschaffenburg. Er heiratete 1745 und erwarb das Bürgerrecht der Stadt. In späteren Jahren nannte er sich kurmainzischer privilegierter Orgelmacher. Ab 1744 ist er mit eigenen Orgelarbeiten nachweisbar. Einige Prospekte, wie etwa von dem 1751 in Bad König errichteten Instrument, sind heute noch vorhanden. Hugo-Prospekte können ihre oberrheinische Herkunft mit drei Rundtürmen nicht verleugnen und fallen in der Region am Untermain dadurch auf. Ebenso typisch für Hugo ist die Verwendung der Register Sesquialter und Kornett, was ebenfalls in jener Zeit in der Gegend nicht unbedingt üblich ist. 1772 ersteigerte Johann Georg Hugo das Areal des früheren Elisabethenspitals in Aschaffenburg und richtete dort einen Spezereihandel ein, wohl weil er als Orgelbauer nicht mehr genug Arbeit hatte. Sein 1761 geborener Sohn Matthias Hugo baute auf dem Gelände später ein neues Haus und wurde später Stadtrat in Aschaffenburg und ein angesehener Kaufmann. Er betätigte sich nur noch ganz gelegentlich mit einfachen Orgelreparaturarbeiten. Vermutlich wurde die Werkstatt in den 1770er Jahren von dem 1748 in Großostheim geborenen Konrad Zahn übernommen, der aller Wahrscheinlichkeit nach zuvor bei Hugo gearbeitet hat. Er tritt ab 1773 verstärkt auch mit Orgelneubauten in Erscheinung. Und 1794 heiratete der erwähnte Matthias Hugo, also der Sohn, mit Katharina Zahn, eine Cousine zweiten Grades des Orgelbauers. Der Vater Johann Georg Hugo hat das allerdings nicht mehr erlebt. Er starb 1779 in Aschaffenburg. Die Orgelbauerfamilie Zahn in Großostheim spielte im 19. Jahrhundert am Untermain eine maßgebliche Rolle. Wir werden in einem anderen Orgelporträt in dieser Reihe noch auf sie zurückkommen. Hören wir zwei sogenannte Sonate aus der Feder von Adriano Banchieri, einem der originellsten und wichtigsten italienischen Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts.
Die Orgel in der Kreuzkapelle zu Groß-Ostheim ist, von einigen wenigen Prospekten abgesehen, heute die einzige Orgel von der Hand Johann Georg Hugos, die auch in ihrem klingenden Bestand erhalten ist. Und sie ist sogar in einer Vollständigkeit original erhalten, wie es dies in vergleichbarer Form eigentlich nirgends mehr gibt. Eine Denkmalorgel von höchster Authentizität. 1993 wurde sie nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf, in dem sie nicht mehr gespielt wurde, durch die Firma Steinmeier aus Oettingen restauriert. Das Manual besitzt einen Tonumfang vom Ton Groß C ohne das große Cis bis zum dreigestrichenen C. Wir finden hier die Register Gedakt und Salitional 8 Fuß, Prinzipal und Gedakt 4 Fuß, Quint 3 Fuß, Oktav 2 Fuß, sowie der für Hugo typische Sesquialter Zweifach und eine dreifache Mixtur. Das Pedal ist ein typisch altfränkisches, fest ans Manual gekoppeltes Kurzpedal mit 18 Tasten bis zum kleinen F und besitzt die Stimmen Subbass 16 Fuß und Violonbass 8 Fuß. Zum Abschluss erklingen nun noch einige der liebreizenden Variationen über die Aria Pastoralis, aus der Feder des 1663 geborenen Münchner Frauenkirchenorganisten Franz Xaver Anton Murschhauser.